Nö. Ich hab keine Ahnung. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe einfach gar keine Ahnung, wie ich da an diesen Dungeon rankommen soll. Nice, oder? Nö, ich weiß es nicht. Wo ist überhaupt... Denn ist doch ein Turm. Boah, das ist aber ganz schön noch weit entfernt. Komisch, er sieht so nah aus. Und dann ist er da ganz weit hinten. Ja, wa? Und was würde er überhaupt ausfüllen? Boah, aber ganz schön viel würde er ausfüllen. Der würde aber ganz schön viel ausfüllen hier hinten. Das Teil hier hinter Schloss Hyrule, nice. Dann ist hier auch noch ein Turm und hier auch noch. Mehr von Ranel. Mehr von Necluda. Mehr von Firone. Wo ist denn hier Eldin? Wir können wissen, wo Eldin ist. Ich glaube aber hier. Denn, obwohl, wenn ich schon so ein sowas drum mache. Genau da, genau in Eldin ist nämlich das Master Sword. Sag ich es mal so. Ob ihr das in Spoiler empfindet oder nicht, ist mir egal. Denn, ja, wirklich. Insgesamt ist es ja mein Ziel, wo ich hin will. Und wenn ich könnte... Na, wohl, scheiß drauf. Na, egal. Ja, wohl, stimmt. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen würdet, dann würdet ihr euch nicht meine Displays angucken. Hallo, mein Freund. Ja, ich sollte keine Falle verballern hier. Und so ein Deppen. Oh, da sind noch mehr Deppen. Ja, im Übrigen, stimmt ja. Eldin ist das nicht. Ich trinke mal wieder so ein Opfer da hinten rum. Ja, die haben mich ja schon gesehen da hinten. Lol. Der animiert die noch. Oh nein! Meine Waffe ist im Arsch. Wunderbar. Nice. Epic. Bam. Bam. Verpiss dich. Bam. Bam. So, sind sie alle down. Keul hat geregelt. Und die kann ich natürlich mitnehmen. Oh, der will, der hat aber nicht hier. Der will noch Ärger. Easy Header. Muss ich noch ein paar Pfeile rumliegen? Nee. Doch da. Hier ist noch einer. Boah, das muss ich echt mal sagen, das ist so geil, dass man die einfach mal wieder alle einfach mal wieder aufsammeln kann. Das ist so nice. Hier sind auch nochmal 5. Ging in früheren Zeldas nicht, soweit ich weiß. Oh, nur soweit ich weiß. Ist nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, da drüben ist Eldin. Da müsste da drüben in der Nähe ein Wald, der für die verlorenen Wäldern sein. Da irgendwo in der Nähe. Und da müsste sich das Master Sword befinden. Dann könnten wir wenigstens schon mal wenigstens hier die Map ausfüllen, damit wir wenigstens schon mal wissen, wo wir überhaupt dann, wenn wir die neuen Herzen zusammen haben. Dann wissen wir wenigstens schon mal, wo wir hin müssen. Wäre doch schon mal nice, oder? Dann wissen wir überhaupt schon mal, wo wir hin müssen. Ist doch schon ein Vorteil. Wo ist denn mal lieber meine Waffe? Wieder meine Waffe ändern. Boah, nicht die ganze Zeit den mit der Keule da umherrennen. Muss ja echt nie sein. Ja, wird auch langsam mal Zeit, dass wir uns mal Eldin angucken.
Wird doch mal Zeit. Ist doch auch interessant. Oh! Was auch interessant ist, dieser Grone da. Nice! Hallo, mein Freund, was geht denn? Hi! Ich bin Boldon. Ich bin ein Botschafter für den Tourismus in Goronia. Schloss Hyrule und der Todesberg. Hier in der Gegend lauern viele Gefahren. Lol! Das Lächeln von dem ist ja geil. Nice! Lol! Und da bist du hier, was machst du hier? Ach, als Ausschau. Hi. Ahoi, Kumpel, bist du zufällig zum Schildschlittern hier? Was soll das sein? Ah, probier's doch einfach mal aus. Macht Laune, wirst schon sehen. Was ist das? Mein Kollege steht da drüben unter dem Baum. Lass dir von ihm alles erklären. Okay. Ja, das wollte ich hören. Schon wieder irgendein Spielchen hier gefunden. Wir haben letztens da mit diesem komischen Turm da, letztens den Typen getroffen, der, wo wir hier runtergleiten mussten, das Spielchen gefunden. Aber jetzt hier wieder schon wieder. Oi, schön dich zu sehen. Hoffe, Finn hat nicht allzu aggressiv Werbung gemacht. Okay. Und uns gehört das tonangebende Unternehmen in der Schildschlitterbranche. Wir sind die Schildschrotter. Die Schildschrotter GmbH. Wartet all jetzt. Finden unten am Hügel und ich hier sind nicht nur die Alleininhaber, sondern auch die einzigen Angestellten. Nice, ne? Du musst, das musst du erlebt haben. Diesen Rausch der Geschwindigkeit, den du nur das Schildschlittern bieten, das nur dir nur das Schildschlittern bieten kann. Wenn du keinen eigenen Schiff besitzt, haben wir ein paar hier, die du kaufen kannst, wenn du magst. Wenn nicht, war es das bald mit unserer großartigen Geschäftsidee. Gleite mit einem Schild abhängig hinunter. Oh! Ach, das kenne ich. Ja. Ja, was? Nach einem Schild. Der Soldatenschild ist eine zuverlässiger Helfer im Kampf und natürlich am Hügel. Wie wär's mit 100 Rubinen? Okay. Der Tasche ist ja voll. Welcher denn? Welcher ist der so? Ach so, der hier hinten. Der krasse. Davon haben wir doch einen, ne? Ja, hier. 40, 40 hier Verteidigung. Der ist geil. Hat er sogar recht. Hau mal das Teil hier weg. Aber nicht hier sofort in seine Nase kommen. Versteck mal hier. Das wird er nie merken, dass ich den hier hinten versteckt habe. So, jetzt bin ich wieder voll. Leer. Jetzt habe ich ja hier Platz. Der Ritterschild. Das ist ein Stück verarbeitet. Hey, was? Ritterschild? Ach, das war doch gar nicht der hier und der kostet 300. Obwohl, das ist der Preis wert. Dafür, dass er für 40? Ja, doch, 40 Verteidigung hat. Gute Wahl, ne? Ja. Hylia-Schild. Sie kaum etwas anderem. Dieser Schild wurde im Auftrag der Königsfamilie hergestellt. Er soll so widerstandsfähig sein, dass er sich perfekt zum Schildschlittern eignet, aber man findet kaum noch welche. Den gibt's also auch im Spiel? Das habe ich gar nicht gewusst, dass es den Hyja-Schild auch noch gibt. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Ich dachte, der wurde rausgenommen. Aber nee, den gibt's doch. Lol. Und dann ist er sowas wie das Master Sword oder was? Ist der auch unzerstörbar? Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass der auch wie das Master Sword unzerstörbar ist. Und was gibt es da als Bogen? Den Hylia-Bogen oder was? Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Vielleicht haben sich ja auch irgendwas in dem Bogen hier ausgedacht, das unzerstörbar ist. Da müsste man überhaupt gar nicht mehr so. Na komm. Komm, also wenn sie schon den Hylia-Schild eingebracht haben, dann haben sie aber bestimmt für den Bogen nichts gemacht. Würde ich mir zumindest vorstellen. Dann ist das Schwert, hat man ein unzerstörbares Schwert, einen unzerstörbaren Schild. Ja,
Da müsste man wenigstens nur noch Bogen suchen. Ist doch, ja. Ne, ist doch, ja. Müsste man wenigstens nur Bogen finden. Wie gesagt, wenn man dann auch einen unzerstörbaren Bogen reinbaut, dann muss man ja gar nichts mehr suchen. Dann macht es ja überhaupt gar nichts mehr hier. Dann ist ja wohl keine Schwierigkeit mehr hier. Nee, für einen Bogen, ja. So widerstandsfähig. Also so widerstandsfähig sind das Effekt. Ja, hat er schon gesagt. Einem Gerücht zufolge soll es allerdings in Schloss Hyrule noch einen geben. Nice! Nur, dass du bisher niemand lebend von dort zurückgekehrt ist. Aha, nice. Das ist eine gute Info. In Schloss Hyrule soll es also einen geben. Ey! Gib den her. Achso, den hast du schon aktiv. Hey, wo? Hä? Wo? Achso, das ist das rote Ding da am. Das ist ja nur. Das sieht nur so aus, weil der aus ist. Stimmt. Okay. Habe ich ja nicht gesehen. Oh, da ist ein Lager. Aber das ist echt eine geile Info. Im Schloss Hyrule gibt es so ein. Gibt es ein Hühnerschild? Nice. Da lohnt es sich da also doch da mal reinzuschnuppern. Und wie gesagt, wenn möglich, ist da auch eine dieser Erinnerungen, nach denen wir suchen. Wie gesagt, ich glaube, dass da dieser eine Turm da auf diesem Bild da, kannst du mir mal kurz zeigen, dass das hier in Schloss Hyrule ist. Würde mir zumindest nichts anderes erklären, wo das sein soll. Also zumindest hätte keine Ahnung, wo das sonst sein soll. Und wenn es dann auch noch ein Hühnerschild gibt, also dann schnuppern wir doch irgendwann mal rein. Aber ich würde sagen, erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um und ja, hoffen wir, dass wir auch bessere, wirklich besser werden, denn ja, wie er schon gesagt hat, da ist bisher niemand lebend zurückgekommen, also ja, sollten wir uns also besser auf jeden Fall besser darauf vorbereiten, wenn wir da schon hin wollen. Nicht wegwerfen. Gib her. Oh, easy Headshot. Nein, hab ich den jetzt schon wieder gemerkt, Digga. Das ist doch ernst. Oh, Alter, was denn aus? Alter, er hat so einen krassen. Ja, als ob jetzt wieder 20.000 hier ankommen. Ja, glaube ich. Ja, was sind denn. Alter! Oh, ihr Wichser! Nee, da greift zu langsam an. Ich muss den einsetzen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Steh auf. Ja, als ob ich schwer. Werf die Scheiße hier weg. So, und ess erstmal was. Boah, Alter, ich bin hier so am Arsch. Essen. Zwei. Warum kann ich jetzt nicht ausrüsten? Also, zum Grunde konnte ich jetzt irgendwie nichts ausrüsten. Geh weg. Oh, der hat einen Feuerfall. Oh, da ist noch einer. Oh, das ist der mit dem. Nein, der hat. Oh, der mit dem Feuer. Der mich in Feuer fallen, Alter. Der kotzt an. Aber hier bin ich safe. Hier glaube ich, bin ich safe. Nimm den Ritterschild. Haben wir noch einen am Start?
kriegst langsam auf, hier, Alter. Das war leider kein Header, aber Hauptsache, du bist tot. Oh, ihr da, ja, genau. Ritterschwert. Nice. Wie gut ist das? 26. Oh, der ist richtig nice. Das Schwert. Richtig nice. Oh, aber wir haben es wieder mal geschafft. Nice. Glutling. Ein paar Pfeile. Ui, noch mehr. Oh mein Gott, aber hier geht's echt ab. Hier geht's wirklich echt ab. Oh. Tschüss. Down. Und naja, wenigstens eine gezerrte Truhe. Und da drin ist ein Topaz. Oh ja, richtig nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ganzen Mühen. Kann man echt als Mühen bezeichnen. Oh, 5 Feuerpfeile. Hier nochmal 5 Pfeile. So, dann hätten wir es übernommen. Kann man den mitnehmen. So mal ein Pfeil. Ein Bockblendherz habe ich noch aufgesammelt. Holzpfeil. Piss dich. Und wir brauchen die ganze Zeit mein Schwert hier. Mein krasses Schwert. Hier will ich lieber was anderes verwenden. Ich habe jetzt so viele Keulen. Mach mal eins hier weg. Und dafür nehme ich ein Speer hier mit. Komm. Den aktiviere ich jetzt so. So. Haben wir eine aktive Waffe hier. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal langsam nach hier. Da gibt es ja noch von euch Viechern hier. Ich steche euch doch eh alle. So. So, jetzt will ich aber sagen, gehen wir langsam nach Eldin. Heute lass er Bock hier. Da mal hinzugehen. Ja, doch, gehen wir jetzt hier. Besteigen wir diesen Berg. Hier irgendwo müsste ja auch ein Turm sein. Wo ist er denn in etwa? Ja, da vorne. Wir müssen nur hier etwas dem Weg folgen. Müssen wir auf ihn treffen. Ist doch nice. Oh. Ja mal, spinnst du? Spinnst du oder so? Ich glaube, der spinnt. Boah, was ist denn der? Oh, Luxusgeflügel, Truthahn. Oh, Nädelgeflügel, Alter, was gehen die denn für einen geilen Stuff? Epic. Oh, die Viecher gefallen mir nicht. Yeah, mein Ding brennt. Feuerflederbeißerflügel. Nice. Tja, auch nochmal 2. Das ist aber ja dunkel, genauso wie der Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und... Oh. Oh, diese Riesenviecher. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und beim nächsten Mal geht's weiter. Wie bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nein, der ganze Stuff rollt den Berg hinab. Alles packen hier. So. Dann würde ich sagen, ja. Ciao.